Guten Tag, mein Name ist Alexander Brilek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um eine Zuschaueranfrage zum Thema Scheinselbstständigkeit und da werde ich hier gefragt, ist eigentlich eine Scheinselbstständigkeit auch möglich, wenn ich einen Vertrag mit einem freien Mitarbeiter habe? Die Antwort ist ganz klar, auch wenn Sie einen Vertrag mit einem freien Mitarbeiter basteln oder sich von einem Profi machen lassen, kann es trotzdem sein, dass dieser freie Mitarbeiter eigentlich scheinselbstständig ist. Das liegt daran, dass die einzelnen Gerichte, wie Sie im Falle von Betriebsprüfungen letztendlich damit befassen oder wenn zum Beispiel der Scheinselbstständige, der eigentlich Arbeitnehmer ist, eine Statusklage macht vom Arbeitsgericht, die Gerichte, die sich damit befassen, die Arbeitsgerichte, Sozialgerichte, Finanzgerichte, im Extremfall sogar die Strafgerichte, diese sich damit befassenden Gerichte, die gehen zwar als Ausgangspunkt immer von dem Vertrag aus, also die honorieren hier auch erstmal, dass hier ein Vertrag mit einem freien Mitarbeiter gewünscht war und wenn dies ordentlich formuliert und schon dort ein Arbeitsverhältnis zimmert, der auch kommt da gar nicht weiter. Ja, also das ist dann wirklich ein Problem. Also nehmen wir mal an, der Vertrag ist in Ordnung und es ist ein Vertrag mit einem Freien, dann gucken die Gerichte aber im nächsten Schritt auf die gelebte Wirklichkeit bei dem Vertrag. Also, wenn die Parteien sich das zwar mal so als freies Mitarbeiterverhältnis gedacht haben, dann aber in der Praxis derjenige doch in ein Arbeitsverhältnis rutscht, dann hilft der Vertrag nichts mehr. Das passiert in der Praxis sogar sehr, sehr häufig. Denn es ist so, man versucht natürlich am Anfang mit anwaltlicher Hilfe das sauber zu machen, freies Mitarbeiterverhältnis zu konstruieren. Im täglichen Ablauf mit den einzelnen Mitarbeitern des Auftraggebers passiert es dann aber häufig so, dass derjenige doch da in die Organisation reinrutscht. Der empfängt plötzlich Weisungen. Der erteilt anderen Mitarbeitern Weisungen. Der nutzt die Betriebsmittel, der arbeitet beim Arbeitgeber vor Ort, der kriegt vielleicht sogar eine Visitenkarte, irgendwann stimmt da seine Urlaubszeiten ab, irgendwann beantragt er sogar Urlaub, ja, das kann ein Freier ja nie machen, der hat keinen Urlaub. Also in der Praxis findet dann oft so ein Hineinrutschen, nenne ich das mal, in ein Arbeitsverhältnis statt. Und deswegen ist das eben so gefährlich, diese Konstruktion. Man muss in solchen Fällen darauf achten, als Auftraggeber, dass man das Vertragsverhältnis dann auch so lebt, wie es der Vertrag vorsieht. Und in so einem Vertrag steht nun mal nichts von Urlaub, da steht nichts von Überstunden, da steht nichts von Pausen, da steht nichts von täglichem Beginn und täglichem Ende der Arbeitszeit. Ja, wenn man das nicht in den Vertrag schreibt, weil das auf ein Arbeitsverhältnis deutet, diese ganzen Punkte, dann darf man sie bei der Praxis so auch nicht durchführen. Sonst hat man nämlich am Ende doch wieder eine Scheinselbstständigkeit, also ein Arbeitsverhältnis. Und das kann sehr teuer werden. Ich erlebe gerade aktuell, deswegen wahrscheinlich auch hier solche Fragen, erlebe ich gerade eine verstärkte Prüftätigkeit und wie gesagt, der in der Regel richtig dumm dran ist, der Auftraggeber, der dann eigentlich Arbeitgeber ist, der muss nämlich für viele Jahre die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen, während er nur für einen relativ kurzen Zeitraum vom Auftragnehmer das erstattet verlangen kann. Also er zahlt letztendlich nicht nur wie bei einem normalen Arbeitsverhältnis seine Arbeitgeberanteile, sondern er zahlt auch noch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung. Und wenn sogar Vorsatz im Spiel ist, kann man sich in solchen Fällen sogar strafbar machen. Deswegen muss da wirklich sorgfältig gearbeitet werden und sobald es hier Probleme gibt, eine Prüfung ins Haus steht, muss man sich auch die Sachen wirklich nochmal angucken. Also muss es sich eigentlich laufend angucken, aber spätestens, wenn es akut wird, dann wirklich nochmal damit befassen. Zusammengefasst, Sie merken sich, das Wichtige ist die Vertragsdurchführung. Der Vertrag selbst muss in Ordnung sein, das kriegt man mit anwaltlicher Hilfe immerhin. Wichtig ist aber, dass der Vertrag dann auch so wie im Dokument, im Vertragsdokument vorgesehen, durchgeführt wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.